Wenn eine Pfarre 650 Jahre alt wird, dann gehört das ordentlich gefeiert. Als hoher Festgast war Kardinal Christoph Schönborn geladen, der den Gottesdienst mitfeierte. Im Anschluss unterhielt er sich noch angeregt mit den Gästen beim Jubiläumsfrühschoppen im Pfarrhofgarten. Sie sind heute Ehrengast in der Pfarre Triberswinkel, 650 Jahre. Wie ist es denn so, in einer kleinen Pfarre mal eine Messe zu halten? Ja, die Gemeinden sind groß oder klein. Wichtig sind, dass sie lebendig sind. Und ich hatte heute den Eindruck, da lebt vieles. Oft sind es die kleinen Gemeinden, die lebendiger sind, weil die Leute mehr zusammenhalten. Auf jeden Fall, für mich ist es auch ein bisschen ein Familienbesuch, weil mein Großvater mütterlicherseits hier in Triberswinkel geboren und aufgewachsen ist. Es ist natürlich eine große Auszeichnung für die katholische Pfarrgemeinde, wenn das katholische Oberhaupt in Österreich zuständigerweise als Kardinal hier da ist. Das ist, glaube ich, die höchste Auszeichnung, die man haben kann. Und man sieht auch, dass das eine Wertschätzung ist gegenüber der Pfarrgemeinde und der Pfarrer, der die Seelsorgeverantwortung hat. Und gibt es natürlich auch Parallelen zum Bürgermeister. Ab und zu kommt man sich ja vor, wie auch einer, der seelsorgerische Tätigkeiten übernimmt. Und vielleicht ist es auch umgekehrt manchmal, dass manchmal kirchliche Vertreter auch weltliche Anliegen haben. Und wir versuchen da gemeinsam einen Dialog zu finden. Das ist ganz wichtig. Und mich freut es auch, dass heute es ein würdiger Rahmen war, um den Peter Hellecker zu ehren. Das ist nämlich wirklich einer, der Tag für Tag für diese Pfarrgemeinde nicht nur bei Festveranstaltungen da ist, sondern der wirklich sein Leben in den Dienst der Pfarrgemeinde gestellt hat mit vielen unzähligen Stunden. Sie haben heute von Kardinal Schönborn eine hohe Auszeichnung bekommen. Was ist das genau? Und zwar heißt der Stephanusorden, der wird für die langjährige Tätigkeit der Pfarre ausgeteilt in Bronze. Den gibt es in Silber und in Gold. In Gold, das hat, glaube ich, noch niemand gekriegt. Das geht nur der Kardinalsorden. In Silber, da müsste ich mehr arbeiten noch in der Pfarre. Aber ich glaube, das geht nicht. Wie haben Sie das geschafft, den Kardinal hierher zu holen? Naja, es gibt einen guten Anlass, 650 Jahre der Pfarre Triberswinkel. Das feiern wir in diesem Jahr. Und ich habe einfach den Kardinal eingeladen, schon vor einigen Monaten. Natürlich, das kann man schaffen, das geht. Das geht und ich wartete auf die Antwort. Dann hat der Kardinal nach, ich glaube, etwa 2 Wochen positiv geantwortet, dass er kommt. Sie zeigen auch, dass Sie modern sein können. Sie haben heute nach der Messe einige Selfies machen lassen. Ja, Selfie ist inzwischen schon eine Selbstverständlichkeit geworden. Und alle diese Möglichkeiten, die ja, wenn man sie gut nützt, sehr, sehr sinnvoll sind. Das Problem ist immer nur, dass man sie gut nützt und nicht abhängig wird davon.